Willkommen wieder zu meinem diesjährigen Laber. Hallo meine Lieben, willkommen wieder zu meinem Licht. Moment. Hallo meine Lieben, willkommen zu dem dritten Versuch von dieser Lampe. Willst du mich jetzt verarschen? Vierter Versuch. Hallo meine Lieben, willkommen zu dem... Jetzt habe ich meinen Satz vergessen. Wo ist C? Muss es richten. Hallo meine Lieben, willkommen zu welchem Jahr? Oh. Gut, Wusa. Hallo meine Lieben, willkommen zu 2023. Yay, es ist soweit. Ja, wir haben es schon wieder soweit und es blinkt. Sprachfehler. Gut. Hallo meine Lieben. Was ist denn jetzt hier draußen los? Ich kann heute nicht in Ruhe aufnehmen, aber okay. Ja. Genau das war's. Genau das. Yep. Hallo meine Lieben, willkommen zu 2023. Mensch, das ist schon eine ergiebige Zahl. Ich bin erstmal froh, dass ich euch wiedersehe. Ja, und frage euch gleich, wie habt ihr euer Weihnachten erlebt und euer Neujahr? Ja. Wie seid ihr reingerutscht? Erzählt mir das mal. Und ich bedanke mich ganz recht von Herzen, dass ich neue Abonnenten dazu gewonnen habe. Mensch, ich hätte nie gedacht, dass ich mal diese Zahl erreichen werde, weil momentan ist der Stand bei 58. Yep, momentan. Wie der jetzt aussieht, weiß ich nicht. Ich habe vorher nicht reingeguckt in den Computer. Deswegen sage ich jetzt noch 58. Und ja, ihr seht genau jetzt meine Abonnentenanzahl, wie viel es jetzt wirklich sind in diesem Moment. Und ja, für alle, die neu dazugekommen sind, erkläre ich jetzt, wie mein Kanal abläuft. Genau, vielleicht auch für die alten Abonnenten, dass sie das nochmal für sich hören. Genau, mein Name ist Jeanette Bunte Werkstatt. Ich habe den Namen gewählt, weil ich mich nicht auf eins konzentrieren kann. Ich habe es versucht, vorher ja mich festzulegen auf ein Thema, aber ich kann es einfach nicht. Jetzt spielt die verdammte Lampe mir wieder einen Streich. Aber ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an. Wir ignorieren jetzt einfach mal das Zusatzlicht. Denn bei mir ist es nämlich noch düster. Es wird erst gerade hell und ich weiß nicht, ob es heute allgemein hell wird. Ja, wie es halt so ist im Winter. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Oh Gott. Ja, das gehört zu mir dazu. Ich vergesse auch manchmal öfters meine Sätze, wo ich denn das aber rausschneide.
ihr könnt rausschneiden und ja, so ist es halt bei mir. Bei mir geht es auch manchmal drunter und drüber. Genau. Ach so, jetzt habe ich wieder, meinen Faden gefunden. Genau, ich kann nicht bei einem Thema bleiben, denn ich habe hier ein Regal vor mir stehen, was ihr jetzt leider nicht seht. Ich könnte es euch noch zeigen, wenn ihr Interesse daran habt, dann zeige ich euch das. In diesem Regal spielt sich jede Menge ab und gibt mir so viel Input, wo ich dann sage, yep, das mache ich heute, das mache ich morgen, das mache ich übermorgen, aber ja, aber eigentlich könnte ich auch das andere machen. Also ihr merkt schon, ich kann nicht bei einem Thema bleiben. Ich habe mit dem Thema Malen angefangen, also Kolorieren. Da bin ich reingekommen, dann habe ich Junk Journal gemacht, aber da habe ich festgestellt, Junk Journal ist nicht so mein Fall. Davon bin ich sehr schnell wieder abgekommen. Ja, dann habe ich noch was für Perlen hier, dann habe ich noch was für Mixmedia-Produkte oder Mixmedia allgemein, das liegt mir generell. Damit habe ich auch schon vorher gearbeitet, bevor ich YouTube-Videos gemacht habe. Da habe ich schon Mixmedia-Produkte, kann man Produkte sagen? Ja, Produkte hergestellt. Oh, die Lampe riecht mich auf. Ich glaube es nicht. Ist das eine Gesichtslampe? Gucke ich hin, hört sie auf ein Flackern. Ich glaube es nicht. Ja. Sei schon mal am Faden verloren. Gut. Chaos-Video inklusive. Ne, so wie es halt ist. Und ich mache auch öfters mal Laberer-Barber-Videos für euch, so wie jetzt. Damit ihr den neuesten Stand erfahrt. So wie jetzt. Ich mache im Jahr so, wenn es hochkommt, 3 Stück. Genau. Und ich bin gleich wieder da, denn ich mache die Lampe jetzt hier aus. Ich mache jetzt eine andere an. Das riecht mich jetzt sowas von oft, dass ich flackere. Also, für euch geht es gleich weiter. Und ich ziehe jetzt bloß mal einen kurzen Stecker. So. Jetzt können wir weitermachen, denn ich habe jetzt meine Nachttischlampe, hätte ich jetzt gesagt. Oh Gott. Ja, ihr merkt, es ist konfus bei mir. Ab und zu, nicht immer, aber es wird halt lustig zwischendurch. Meine Tischlampe jetzt hier, meine Lupentischlampe, angemacht. Das andere Licht, Flackerlicht, habe ich endlich ausgemacht. Da muss ich gucken, was da ist. Was, wenn mit der Lampe nicht ganz in Ordnung ist. Ja, genau. Aber so funktioniert es jetzt. Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Dass ich nicht mich auf einen Standpunkt konzentrieren kann. Genau. Das Junk Journal ist nicht meins, aber Mixmedia. Da waren wir stehen geblieben. Habe schon vor der Kamera, also hinter der Kamera, bevor ich euch dazu geholt habe, schon angefangen damit. Oder schon länger gemacht. Das liegt mir generell. Aber ich habe auch noch mein, wo ich das gerade stehen sehe, mein Art Journal Buch, ne? Journal Seiten, die ich auch noch mitmache, wo ich denn mein, sagen wir mal, kreatives Gehirn mal abschalten lasse. Mal nicht dran denken tue, was ich hier mache, einfach mal drauf lospinseln. Genau, das ist mein Art Journal Buch. Oder auch Heft, wie auch immer, ne, was ich mache. Und dann habe ich mir gedacht, einen kleinen Zusatz für euch, da ich ja schon vorher Mixmedia gemacht habe, wie ich schon erwähnt habe. Ich werde mal gucken, wie es euch gefällt, weil vorher ja das Winterprojekt, was ich gemacht habe, das die Shadowbox, hat euch ja gefallen, habe ich festgestellt. Da habe ich auch noch ein paar E-Mails bekommen. Das freut mich auch sehr, dass es euch gefallen hat.
da habe ich gedacht, okay, euch gefällt das? Dann gehe ich in eine Art Shadowbox oder Shadowzimmer. Gehe ich einen Schritt weiter und bastle mit euch so ein Minizimmer. Genau. Da werde ich euch Schritt für Schritt mitnehmen. Das heißt, wir bauen das Grundgerüst auf. Wir bauen die Möbel auf. Nicht alle Möbel. Ich werde auch ein paar Möbel kaufen, weil alles kann ich denn doch nicht. Ich gebe es ehrlich zu. Auch wenn ich es gerne hätte, möchten wollen. Gut, wir lassen es so stehen. Genau. Aber da kriegt ihr dann auch noch einiges zu sehen. Und ich werde das Projekt aber in mehrere Teile aufteilen. Das heißt, es wird nicht ein Teil werden, es werden nicht zwei Teile werden, es werden auch nicht drei Teile werden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, denn ich werde die Videos, wenn es hochkommt, 40 Minuten bloß aufnehmen, denn ich denke mal, 40 Minuten ist schon genug an einem Video für euch. Wer gerne lange Videos auch sehen möchte von mir, der kann das mir gerne hier, jetzt, hier unter diesem Video in die Kommentare schreiben. Und ich werde es dann mal versuchen zu realisieren, beziehungsweise ich schreibe mir das mal auf und teste das dann mal aus. Genau. Oder auch wenn ihr was anderes habt an Vorschläge, dann könnt ihr das jetzt auch hier unter diesem Video schreiben. Und wir werden mal sehen, inwiefern ich das realisieren kann für euch. Genau. Das war jetzt schon mal soweit, was ich euch sagen wollte. Achso, mein Intro. Wie ihr mitbekommen habt, mein altes Intro vom vorigen Jahr gibt's nicht mehr. Denn ich habe beschlossen, dass ich das Intro rausnehmen werde, da ich gerne die Videos für euch in HD aufnehmen möchte oder auch in HD aufnehme, wie ich es jetzt mache. Aber wenn ich das mit meinem Videoprogramm mache und das Intro reinspiele, dann wird es nicht in HD wiedergegeben. Ja, dann heißt es, es kommt bei euch ein bisschen verpixelter an, als es wirklich ist. Genau. Aus diesem Grund werde ich dieses Jahr mein Intro schwersten Herzen rausnehmen. Genau, und werde das Intro weglassen. Das heißt, so wie ihr dazu schaltet, es kommt kein Intro mehr rein. Ihr seid voll dabei, kann man so sagen, genau. So wie jetzt auch. Ihr hattet jetzt nur ein kleines Vorintro, sage ich jetzt mal, von meinen Fauxpas, Sprechfauxpas, Floppers, wie auch immer. Wie ihr es auch nennen wollt vorher, wo ich gesagt habe, okay, komm, das nehmen wir jetzt mal Anfang des Jahres mit kurz vor, dass ihr mit da was zum Grinsen habt und dann geht das Video auch schon los, genau. Ja, ich muss mal kurz was trinken, denn ich habe das bestimmt jetzt so runtergerattert, ja. Genau. Und meine zwei Katzen werdet ihr auch öfters bestimmt mal im Video erwischen, wie sie auf meinen Tisch rumlaufen oder sich gerade drauflegen und meinen, nö, Frauchen, du machst heute mal nichts. Das kann natürlich auch passieren. Genau. Also jedes Video von mir wird ein besonderes Video, ein Durcheinander-Video, ein... Wie wollt ihr es denn überhaupt nennen? Ein, einfach Guckvideo. Ich weiß es auch nicht, wie ich das nennen soll. Genau. Das werdet ihr mal an den Überschriften dann erkennen, was ich denn gerade mache, beziehungsweise
an den Vorschaubildern. Genau. Die Vorschaubilder, die ich reinsetze, die sind, das sind dann immer schon die Bilder, wie es denn fertig aussieht hinterher nach dem Video aufnehmen, wo der letzte Stand ist. Genau. Damit ihr gleich sehen könnt, aha, darum handelt es sich. Genau. Ich denke mal, so ist es für euch auch angenehmer, gleich zu sehen, okay, darum geht's. Weil ich habe nämlich selber das Problem, Vorschaubilder, genau. Weil ich habe selber nämlich das Problem, wenn ich YouTube-Video gucke, ich weiß nie, worum es sich handelt, im Endeffekt. Weil die wenigsten eigentlich die Vorschaubilder reinsetzen, so wie das Endprodukt nachher aussieht. Deswegen habe ich mir gedacht, genau das mache ich anders. Ich setze das Endproduktbild ein, als Vorschaubild. Und damit ihr seht, okay, darum geht's. Genau, Punkt. Das war das, was ich euch noch mit sagen wollte. Ich weiß jetzt auch wieder nicht, wie lange das Laberababo-Video von mir geworden ist. Ich hoffe, ihr hattet jetzt wieder recht viel Spaß dabei, mich vor der Kamera zu sehen und mein Laberababo euch anzutun. Wenn du es geschafft hast, bis zum Schluss durchzuhalten, dann gib mir ein Däumchen nach oben. Und falls du noch nicht abonniert hast, dann bist du herzlich willkommen bei mir und drück einmal den Abonnenten-Button. Und ich freue mich wie ein Honigkuchenschnitzelpferd. Honigkuchenschnitzelpferd, okay. Ja, auch das lasse ich stehen. Oh Leute, das ist heute ein Durcheinander-Video. Egal. So bin ich und so bleibe ich und ich vorstelle mich, wie gesagt, auch nicht vor der Kamera. Gut, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ich hoffe, du hattest recht viel Spaß jetzt hier mir zuzusehen. Genau. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt für heute, für das Video, von euch, für euch, wie auch immer. Ach, kommt. Ich lasse es heute. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.